Hallihallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. Wir sind auch gerade wieder live auf Twitch. Den Link dazu gibt es immer unten in der Videobeschreibung. Da sind auch ganz viele Süßis aus der Community mit dabei. Schaut gerne vorbei. Und ja, ich hätte gesagt, wir starten jetzt einfach mal rein. Wir schauen, was uns erwartet. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr von diesem Game sehen wollt. Ist jetzt mal ganz was anderes. Und falls ja, freue ich mich natürlich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben. Let's go! Wähle deine Hilfskraft. Sandra! Hä, wir haben doch auf Deutsch eingestellt. Ah ja, Story-Modus und zurück, aber das steht auf Englisch. Okay. Also wir können die Sandra mitnehmen. I'm here to help. Let's get this show on the road. Dann haben wir Max. Lol, das ist auf Deutsch. Hallo, mein Name ist Max. Danke für die Gelegenheit. Holen wir diesem Hotel seine 5 Sterne. Dann haben wir Yumiko. Hallo, ich bin Yumiko. Ich kann es kaum erwarten, mit dir das Hotel zu renovieren. Und dann gibt es einen Pinguin-Bot. BB101 meldet sich zum Dienst an der Rezeption. Wir haben keine Zeit zu verschwenden, also treiben wir die Renovierung voran. Jetzt ist es auch auf Deutsch. Ich glaube, ich nehme die Sandra. Let's go. Ha, hat er einen Weihnachtsbaum mitgehabt? Das ist aber nicht die Sandra. Ladevorgang dauert ein bisschen lang. Ah, jetzt. Okay. Alrighty. Ding ding, ein Hühnchen. Let's show her who's boss here. Catcher. Fahrstuhlmusik. Ne, passt. Alrighty. So, was muss ich machen? Hühnerjagd, Huhn fangen. What? But, 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 but. Wie fange ich dich? F. Oh mein Gott. Now we have to get rid of her. Throw her out the window in the hallway. She'll like the big city. Habe ich High Heels an? Soll ich einfach beim Fenster rausschmeißen? Sei frei! The hotel is in disrepair. We need to put a lot of work into it. And yet, diese High Heels. We have guests waiting to stay here. So let's get the first room ready. Okay. Drücke F, um Türen zu öffnen. Let's get the first room ready. Wir fangen mal mit der 101 an, oder? Hallo. Um Gottes Willen. So schaut's bei mir auch momentan aus. Look at all this stuff. Let's start by earning some money on this old painting. Okay. Müll. Nehmen, entsorgen. Hä? Huh? Oh, hä? Huh? Och, du meine Güte, schaut aus wie bei mir zu Hause. was? Warum? Hä? Entsorgen. Hilfe. Girl. Okay, warte mal, ich muss mal das Zimmer anschauen. Ach, du meine Güte. Du schaut so aus. Oh mein Gott. Okay, wie funktioniert das jetzt? Halte zum Verkaufen. Oh. Tschüss. Alles verkaufen. Ich weiß zwar nicht, wer mir dafür Geld gibt, aber... Thank you. Wenn ihr Tipps habt, falls jemand das Game schon kennt, immer gerne raushauen. Oh, na bitte, für die habe ich 25 Groschen gekriegt. Aha. Okay. Wie mache ich das? Uah.
Halte die rechte Maustaste und wähle das Entfernen-Werkzeug. Drücke, um zuzuschlagen, okay? Wow. Q und E und was? Backspace? Hä? Werkzeugmodus? Aha, vielleicht habe ich noch keine anderen Werkzeuge. Leicht schwingen, kraftvoll schwingen, hä? Ah! Wow! Oha, das macht irgendwie Spaß. Weg! Weg! Haha! Okay, das ist perfekt so zum Aggressionen abbauen. Tschüss! Alles muss weg. Tschüss. Finde es sehr cool, dass unser Charakter High Heels anhat. Das klingt zumindest so. Klack, 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 immer beim Gehen. Tschüss. Alles muss raus hier. Kann ich diese hässliche Lampe? Tschüss. Tschüss. Das macht Spaß, Leute. Also ist schon mal sehr empfehlenswert für alle, die einen schlechten Tag hatten. Oder vielleicht ihren Ehemann nicht mögen. Perfekt. Für alle, die ihren Ehemann nicht mögen. Wie geil, ist doch so. Oder Ehefrau, geht natürlich auch. Oder wir müssen es anders da betiteln. Für alle, die sauer auf ihren Partner sind. Perfekt zum Abreagieren. Tschüss. Tschüss. Also es macht Spaß, Leute. Bis jetzt, ich bin schon hyped. Okay, ich kann da jetzt gar nicht so viel auswählen, oder wie... Wie darf ich das verstehen hier? Gibt's nicht mal einen Holzboden? Teppich oder Keramik? Aha. Oh mein Gott. Ich dachte, da gibt's viel mehr. Vielleicht fangen wir mit dem Bad an. Wenn wir schon Keramik haben. Böden. So. Die sind fesch, hä? Oh. Okay, dann brauchen wir eine Wand, Anstrich, andere oder Keramik. Ich nehme da mal so weiß, weil ansonsten wird das zu krass. So, da machen wir mal weiße rein. Kann ich die Türe eigentlich auch ändern? Und ich glaube fast links und rechts auch. Beziehungsweise, warte mal, ich muss kurz überlegen. Da kommt man dann rein. Dann ist hier irgendwie der Waschtisch. Dort möchte ich auch diese, wie am Boden. Ja, links und rechts machen wir auch weiß, sonst wird es, glaube ich, zu krass. Okay, da kann ich einfach so wild. Ui, da kann ja nichts schief gehen eigentlich. So. Passt.
Und hier auch bitte. Ui. Alrighty. Okay, und da würde ich jetzt die nehmen. So. Dann hat das ein bisschen Tiefe. Kann man eigentlich auch... Sekunde, ich möchte noch gerne was ausprobieren. So, kann ich jetzt eigentlich... Oh krass, ich kann da auch so einen Rahmen machen. Wartet mal. Nein, wurscht. Das... Wir werden uns ja noch verbessern. Okay, Oh. Wie mache ich die Decke? Kann ich wahrscheinlich erst dann freischalten, oder? Tapetenmotiv. Oh mein Gott. Hilfe. Warte mal, wo stellen wir eigentlich das Bett hin? Ich glaube so. An die Wand. Da kommt Kleiderschrank. Okay, aber es sollte schon was Dezentes sein. Holy moly. Oh, das ist alles ein bisschen... Oh mein Gott, die Kätzchen, süß. Das nehmen wir. Schwupp. Genau, dann ist da ein bisschen... Düdeldü. Oh, ich sehe das schon. Ich kann hier meine Innenarchitekten-Kunst ausleben. Ja, alrighty, I like it, I like it, I like it. So. Und das Ganze könnte, was ist eigentlich das für eine Nische hier? Kommt da auch ein Schrank rein? Wartet mal, ich mach mal hier auch, so. Oh. Und hier. Schwupp, 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 blub, 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 blub. Mhm, 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 mhm. So. Oh, das hat schon was Beruhigendes, wenn das da so runterkommt und dann schön wird. So. Gut. Zurück. Was gibt's noch? Anstrich. Violett? Nein. Ja. Ah, das ist in so Brick-mäßig. Nein, doch nicht. Okay. Ich mache jetzt mal den ersten Raum eher schlichter, sage ich jetzt einmal. Weil wir werden da sicher noch vieles freischalten. Einfach mal so, auch um ein bisschen reinzukommen. Aber bleiben diese Striche? Weil I don't like it. Ah, okay. Nein, die bleiben nicht. Okay, das ist nur... Okay, okay. Alles gut. So. Passt. Schwupp. 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 Kann ich da eigentlich nicht sagen, einmal die ganze Wand? Das wäre halt auch cool. So. Blub. Dann machen wir das hier auch. Schwuppdiwuppdiwupp. So. Das wird schön weiß. Jawoll. Brr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 r
Und hier machen wir es auch schön in weiß. Aha. Da. Hier auch weiß. Hier auch. Wupp. 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 Aha. Okay. Okay. Aha. Okay, ach so, Boden brauchen wir hier noch. Boden. Keramik, andere oder Teppich? Jetzt schaue ich nochmal bei andere. Nein, das ist einfach ein Grasboden. No. Teppich. Ich hätte halt eigentlich lieber gerne einen Holzboden gehabt. Opa, falscher Knopf. Was gibt's bei Keramik? Achso, wahrscheinlich dasselbe wie im Bad, gell? Ja. Naja, gut, Fliesen kann man da jetzt echt nicht reinmachen. Dann gehen wir bei Teppich. Grau. Warte, was ist das? Tab-Farbe ändern? Ah! Okay. Gottes Willen. Gibt es auch in schön? Warte mal, da haben wir so ein bisschen Orange drinnen. Vielleicht gibt es was mit dezent Orange. Dezent. Oh. Hallo? Das würde gehen. Wir nehmen jetzt einfach mal so. Blub. Oh, das ist mir jetzt alles zu weiß. Das ist wie eine Zahnarztpraxis. Ui. Oha. Vielleicht ändern wir den Boden noch, weil ich glaube, das ist ihm gerade ein bisschen... Wow. Alles ist weiß. Okay. Da fühle ich nicht. I'm sorry, aber... Boah. Boah. Ja, aber Sandra, was mit der Decke? Warum kann ich die Decke nicht machen? Jetzt will die, dass ich schon Furnishing anfange. Wie geht das? Oh! Drücke Q oder E, um den Gegenstand 90 Grad zu drehen. Halte Q oder E, um ihn langsam zu drehen. Markiere das bereits platzierte Element mit dem Zeiger und drücke Space. Tab, um zwischen Material und Farbe zu wechseln. Okay. Ah. Okay, wir brauchen ein Bett. Aber ein Doppelbett. Okay. Oh. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Ach so, aha. Okay, da gibt es mal noch jede Menge zum Freischalten. Hallo Milli. Komm schnell Hallo sagen, muss leider los. Bussi, schönen Tag. Hallo, tschüss.
Nicht verfügbar, okay. Okay, ich glaube, wir müssen das erste Zimmer echt so cheap einrichten. Die Steuerung finde ich teilweise etwas fragwürdig. Weil ich bin da jetzt wahrscheinlich zu sehr auf Sims fixiert. Ist einfach alles weiß. Alles weiß. Kleiderschrank. Ich hätte den... Warte mal, was gibt's denn da noch alles? Vorhänge, Teppich, Sessel, Couchtisch, Sofas, Stühle, Tische, Schränke, Betten, Regale. Vorhänge. Okay, wir starten mal mit Vorhängen. Die bringen halt ein bisschen Wärme rein. Vorhänge finde ich ganz übel. Ich glaube, ich nehme die da. Die bringen ein bisschen Wärme wieder in den Raum. So. Aber, wie kann ich das jetzt nochmal... Ah. Mhm. Oh, nein. Jetzt habe ich es verkauft. Hä? Das war jetzt nicht der Plan. Ich wollte es eigentlich nur... bisschen schöner platzieren. Ja. Hallo, bin wieder da. In letzter Zeit spinnt die Twitch-App bei mir ganz schön. Ja, ich muss jetzt aber auch den Router neu starten, weil mein Internet spinnt auch ganz schön in letzter Zeit. Also es kann jetzt in dem Fall auch tatsächlich an mir gelegen haben. Teppich. Bearbeiten Space. Aha, da passiert immer gar nichts. Wie war das nochmal mit Farbe ändern? So. Halten zum Verkaufen, nehmen. Bearbeiten Space. Ah, aha. Tab. Na, Halleluja. Gott, also ich dachte, ich mache hier voll das fesche Zimmer. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, Freunde. So, wir brauchen einen Kleiderschrank. Schränke. Gottes Willen. Gibt es ihn auch in schön? Ich will immer mit rechter Maustaste das Objekt drehen. Ich hätte den Schrank jetzt halt hier gesehen. Hallo? Oh, wow. Nein, ich möchte ihn nicht mit ins Bad nehmen. So einbauschrankmäßig wollte ich das eigentlich machen. Aber das schaut jetzt halt auch doof aus, gell? Das kann ich nicht so machen. Das kann ich so nicht machen, Freunde. Was denken sich die Hotelgäste hier? Muss ich schon nach hinten stellen. So. Space. Oh. Tab. So. Nein.
denn auch in schön? Ich glaube, ich nehme den so. Ah, so. Bisschen Farbe hier. Wobei, es schaut aus wie so eine... Das ist so ein Sargbraun. Gottes Willen. So, wo war jetzt die Farbe? Oh Gott, das ist auch ganz übel. Ich finde es nicht. Ist es das? Ja, okay. Okay. Not my best work. Die Chats hören auf zu laufen und so weiter. Man muss dann neu rein meistens. Okay. Naja, wenn du die Hauptstory durch hast, geht ja erst richtig los, denke ich. Ah. Dann kannst du die Zimmer alle richtig krass machen, vermutlich. Okay. Okay, okay, okay. Wir gucken mal weiter. Was braucht man denn jetzt noch? Zwei Kommoden, einen Tisch. Oh Gott. Zwei Kommoden. Oder ist das ein Nachttisch? Nein, oder? Was sollst du darstellen? Oh, wow. Ah, okay, ist ja alles noch nicht freigeschaltet. Na bitte, schau. Ah, da gibt's auch so Regale. Okay, was ist das? Wartet mal. Okay, ich glaube, wir machen das jetzt anders. Wir platzieren zuerst mal die Sachen und dann tun wir das. Oh, das ist aber schöner. Oh, wow. Okay. So. Wir platzieren zuerst die Sachen und dann tun wir sie schön machen. Schnack. Schnack. Dann brauchen wir einen Tisch. Einen kleinen und einen großen und ein Sofa. Okay. Was will die da alles drinne haben hier? Regale, zwei Stück. Aha. 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 So, ich schmeiß jetzt einfach mal rein, dass wir alle Anforderungen haben. So, was willst du jetzt noch? Tisch. Gibt's dich auch in schön. Zuckerhut Philipp, vielen lieben Dank für dein Follow. Mach's dir gemütlich bei uns. Ich versuche mich hier gerade in nennen wir es dekorieren. Aber ich glaube, es wird ein Fail. Holy shit. Holy shit. Oh, aha. Aha. Oh, den nehmen wir. Passt. So, was möchtest du noch? Du möchtest noch, dass ich
Was brauchen wir denn jetzt noch? Einen großen Tisch auch noch. Achso, nein, einen Couchtisch, okay. Hallo? Aha, passt. Eine Couch. Wie soll ich denn das alles Platz haben? Hoppala. Hoppala. Das wird ein Fail, Leute. Ich dachte, das wird so voll gemütlich, voll toll. Aber irgendwie... Was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich nehme jetzt die. Und ich brauche noch einen Sessel. So. Oh, wow. Fancy. Der passt zur Bettwäsche. Da, sowas. Da kann man ein bisschen lesen. Gott, das ist halt einfach alles nicht zusammenpasst, gell? Wunderbar. Now for the bathroom. Then we're good to go. Die Sandra ist also voll schon 50er. Lovely. Now to the bathroom. Als ob das lovely ist, Sandra. Hör auf zu lügen. Was braucht man? Eine Badewanne. Ein Klo, ein Waschbecken, ein Unterschrank, Handtücher und Shampoo. Warum nicht eine Dusche? Ich hätte eine Dusche viel mehr gefühlt. Gilt das auch, wenn ich eine Dusche einbaue? Was ist das? Hallo? Aha, alles nicht freigeschaltet. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber sie will scheinbar eine Badewanne. Wir geben ihr eine Badewanne. Weil das ist das Symbol. Oh, wow. Fancy. Aha. Okay. Aha, es gibt eh nur diese Auswahl. Ganz ehrlich, wir nehmen jetzt aber die Billow, weil, alles andere macht jetzt keinen Sinn. So. Passt. Dann brauchen wir ein Toilettchen. Aha. Wer hat so eine Toilette? Warum nicht? Wer nimmt sich denn einen schwarze Klobrille? So, das machen wir hier hin, damit man hier ein bisschen Privacy hat. Sein Geschäft vollrichtet. Gut, Waschbecken. Ja gut, da ist das natürlich eine coole Sache. Oha. Okay, da kommen dann noch voll die fancyen Dingers. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, welche Höhe ist die Norm. Was ist die Norm? So. I don't know. Ein Unterschränkchen. Ich muss leider gehen. Ich schaue es mir später an. Du machst es wunderbar. Würde sofort einchecken. Viel Spaß euch noch. Shiva, hör auf zu lügen. Oh. Was ist das? Was bist du? Hä? Ich lüge nicht. Oh Gott. Hä? Ich dachte, das sind so Unterschränke für das Dings. Was ist das? Okay.
Ah, sie will zwei, okay. Diese Sandra. Ein Handtuchel. Oh, was ist das? Handtuch trockner. Ich bemühe mich, dass ich das dann noch alles schön herumschiebe, okay? Zwei Handtuchtrockner, also ein Klopapier, das braucht man bitte ganz dringend. Aber du hast da her. So. Und dann will sie noch Seife. Was ist das? Ein Zahnputzbecher mit Wandhalterung oder wie? Was ist das? Seife? Eine schöne Lotion. Die hoteleigene Lotion gibt's natürlich mit dazu. Genau. Ah, das stellt sich dann da automatisch her. Okay. Da gibt's noch das extra Röllchen. This room is missing some final touch. Toilettenpapier liegt am Boden. Was ist Sandra? Was will sie jetzt? Decoration. Okay. Aha. Die Sandra möchte gerne, dass wir Skulpturen aufstellen. Eine Uhr. Gottes Willen, wie schaut's denn da aus, Freunde? Ah, schade, gibt's einen Wecker. Oh, warum bleibt das Zeugs nicht stehen? Okay, der ist stehen geblieben. Warum fällt das alles runter? So, ein Tableau. Und was haben wir da noch? So, ein Obstschüssel. Bitteschön. So, passt. Nächstes. Bilder. Hier. Ah, wow. Okay. Ist ein bisschen groß. Oh, wow. Ein Fahrrad. Wie schön. Mhm. Jesus. Mars. Aha. Das finde ich hat was. Oh mein Gott. Da, das kommt dahin. Jawohl, wir brauchen ein bisschen Farbe. Jawohl. So, Blümchen. Oh, wow. Frisch vom Friedhof. Wow, okay. Können wir ins Badezimmer auch Blümchen stellen? Hallo? Ah ja. Oh, wow, die sind ja fancy. Bitteschön. Eine Orchidee. So. Was brauchen wir noch? Lampen. Das ist für die Leseecke dann. Wir haben immer noch keine Decke, by the way. Oh mein Gott, die sind hässlich. Oh mein Gott. Was war das für ein Garten? Was ist das? Das ist ein Gartenlicht. Ach du meine Güte. Okay. Die gehen ja noch. So, bitteschön. Brauchen ja ein Licht. Excuse me. So. Ich finde das super, dass die Sachen umfallen können. Oh, herrlich. So, wir brauchen noch Wandleuchten. Schaut schon wieder ganz wild. Da liegt der Wecker am Boden. Das Licht ist umgeschmissen. Was ist hier passiert in diesem Zimmer? Oh. Wir haben noch keinen Spiegel im Bad, fällt mir gerade ein. Gott, ich schmeiß die Sachen jetzt einmal nur rauf, weil sie das so haben will, gell? Keiner will sich jemals meine Videos anschauen, weil sich
Jeder denkt, oh mein Gott, der kann nicht dekorieren, ist so hässlich. Oh, die sind cool. Die sind... So. Schluss. Ja, was mit der Decke, Sandra? Warum kann ich die Decke nicht machen? Böden, Wände. Warte mal, vielleicht kann ich da auch einfach eine Wand drauf. Ah. Alles klar, ich hab nichts gesagt. Das hat mich jetzt voll irritiert die ganze Zeit. Ich dachte, wir schalten das erst frei. Oh Gott. So. Und jetzt machen wir den Raum noch irgendwie schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aha. Ui. Da kriege ich ein bisschen einen Drehwurm. Mhm. Okay. Irgendwie müssen wir das Ganze jetzt noch... schön machen. Ah, okay. Warum hat das jetzt da geklingelt? Ding, ding, so. Ding, ding. So, Sofa stellen wir jetzt mal daher. Bearbeiten mit Space. Gottes Willen. Ja, Tab, Farbe ändern. Ich hätte die Farbe gerne passend zu diesen orangen Dingern, aber das wird man nicht hinbekommen. Ui. Gelblich. Ah. Ja, das kommt halt am ehesten jetzt da noch hin. So. Kann ich das auch ändern? Ah, okay, wow. Okay, cool, 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 cool. So, Leute. Ich bemühe mich jetzt, dass ich da noch ein bisschen was aushole. Ah, süß, den nehmen wir. So, wo ist meine Pflanze? Kann ich die auch verändern? Tatsache. Oh, wow. Oh, so in Rosé. Schön. Wobei schwarz passt auch. Aha, 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 aha. So. Dann, also ich kann eh durch Möbel einfach durchgehen. Okay. So, wartet mal. Den lasse ich da in der Ecke, aber warte, den machen wir auch noch. Bisschen netter. Pure Liebe, ja.
Ich glaube, ich nehme den auch in so schwarz, weil das passt dann auch zu diesen Stängeln. So. Wo sind meine Sessels? Ah. Und Space bearbeiten, Tab-Farbe ändern. Ja, wunderbar. So, das sollten wir jetzt natürlich an das Sofa anpassen. Perfekt. Tab. Ja. So. Den drehen wir vielleicht noch. So. Okay. Passt. Was mache ich mit dir, du Sessel? Dann stellen wir die Lampe. Habe ich wieder ganz vergessen. Oh. Nein. So, den stellen wir daher. Ist da ein bisschen näher hin. So. Warte. So. Lampe. Wie kann ich sie... Ah, okay. So. Dann die Orchidee. Hier. Und den Wecker da. Passt. So. Achso, das Nachtkastel müssen wir auch noch schön machen. Da bräuchten wir jetzt halt so... Achso, das ist nur die... Aha. Oh. So was Dunkles, das halt irgendwie zum Bett passt. Also diese Nachtkastel sind jetzt nicht mein Favorite. Dass ich euch das auch erzählt hab. Hä? Ach so, wir haben da ein anderes Material. Genau, so. Das ist ja praktisch. Das kann man da einfach rüberschieben, um zu schauen, ob es passt. So. Kann ich das auch nochmal? Ja, so, ja. So. So, dann haben wir hier noch eine Kommode in klein, das könnte man ja da so, so wie das die Amis haben. Und diese, ich hätte halt nicht so viele Kommoden in dieses Zimmer gestellt. So. Was ist denn da passiert? Also es ist jetzt definitiv nicht das beste und schönste und tollste Zimmer.
es gibt keinen Spiegel im Bad. Und das Klopapier liegt noch am Boden. So. Aber für das erste... Oh. So, das geht da gar nicht. Okay, ich kann keine, Fliesen an die Decke machen. Wände. Anstrich. Machen wir halt eine weiße Decken. Blub, 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 blub. Passt. Okay. Das erste Zimmer ist fertig. Ich hab's mir besser vorgestellt. Halte Space abschließen. Oh. Vorher, nachher. Ihr habt euch aber schon die hässlichste Ecke genommen. Okay. Yes. Yes, yes. Zimmer reservieren. Na bitte, $200 pro Tag. Hallo. Grüß dich. Na schau, wie gefällt's dir da? Gib mir eine 5-Sterne-Bewertung und ein Abo und ein Däumchen nach oben. Danke. Schönen Aufenthalt. Tschüss. Hallo! Lassen Sie mich raus! Ich möchte nicht mit meinen Gästen eingeschlossen sein! Hilfe! Sandra! Sandra! Mach die Tür auf! Okay. Wow! 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 Vergeht die Zeit schnell! Belohnungen! Sauberkeit 10. $200, verstanden. Zufriedenheit der Gäste hängt von der Sauberkeit des Zimmers ab. Halte sie bei Laune. Excuse me, ich will hier raus. Okay. Aha, aha. 6 Tage hat er gebucht. Krass. Du kannst die Zeit schneller ablaufen lassen, indem du Plus drückst. Die Geschwindigkeit der Zeit wirkt sich auf die Sauberkeit und das Einkommen aus. Verstanden. Hey, I found this letter addressed to us. Looks like Grandpa left it. Come and check it out. Okay. Ha? Ich drücke Plus. Da passiert aber gar nichts. Darf ich jetzt gehen? Oh, danke. Viel Spaß! Als ob da irgendjemand einchecken würde, da musst du durch diesen ganzen Saustall durch und dann... Hallo! Housekeeping! Ah, ich muss mal schauen. Haben Sie? Ja, brav. Minibar ist nicht inkludiert, weil wir haben keine. Nein, Fernsehen gibt's auch nicht. Danke! Tschüss! Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Okay. Brief aus der Vergangenheit. Geh zur Lobby. Lobby, 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 Lobby. Gibt's einen Fahrstuhl? Außer Betrieb. Oh nein.